hatten in Frankfurt, wohin wir dann gezogen sind, nachdem ich in Hamburg aufgewachsen bin, eigentlich eine sehr ambitionierte Deutschlehrerin, die mit uns Stücke erarbeitet hat. Und da habe ich dann zum ersten Mal Rollen gespielt und den Spaß am Spiel empfunden. Und war dann auch im Hessischen Rundfunkchor und habe damals beim Hessischen Rundfunk Hörspiele gelesen. Und so wurde einfach die Neugier geweckt. Obwohl ich eigentlich im Privatleben mehr mit Tieren zu tun hatte und eine begeisterte Reiterin war und die Privatzeit eigentlich mehr im Reitstall verbracht habe als im Theater, habe ich dann doch nach dem Abitur gesagt, so, ich möchte jetzt Schauspielerin werden. Und meine Eltern, die ja die Schwierigkeiten dieses Berufes kannten, haben gesagt, du darfst es versuchen, wenn es klappt und du aufgenommen wirst, ist okay, sonst wird ein anständiger Beruf gelernt. Und ich habe dann den Versuch gemacht am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und glücklicherweise wurde ich aufgenommen und so durfte ich dann den Beruf einschlagen.